Ja, die Idee für den Straßenschreiber ist so entstanden, dass ich mir gedacht habe, die Dichter und Dichterinnen sitzen eh immer im Elfenbeinturm. Das Schreiben passiert eigentlich nur im stillen Kammerl. Und wenn man sie sieht, dann sieht man sie bei Lesungen oder bei Autogrammstunden. Aber das Schreiben ist eigentlich ein ganz privater Akt, und das ist überhaupt nicht öffentlich. Und ich habe mir gedacht, machen wir mal diesen Akt öffentlich und gehen wir auf den Stephansplatz, und schreiben einfach öffentlich. Wir setzen uns hin, packen unseren Schreibblock aus, und dann schreiben wir. Die Passanten, die vorbeikommen, können sich was wünschen, sagen zwei, drei Worte und dann beginnen wir zu schreiben. Eine halbe Seite, eine Seite, so 10 bis 15 Minuten. Die Leute warten kurz, wie bei einem Porträtmaler. Und dann wird das vorgelesen und sie können sich das Original mit nach Hause nehmen. Also wirklich sozusagen Literatur on the go. In den Mitteilungen der Grazer Autorinnen und Autorenversammlung von der Veranstaltung gelesen und auch, dass hier noch Autorinnen und Autoren gesucht werden, sich zu bewerben. Und das habe ich dann ganz spontan gemacht, weil ich die Idee extrem spannend fand, mit Literatur mal hinauszugehen in den öffentlichen Raum und es als ganz deutliche Einladung an das Publikum auch zu formulieren. Also zum Publikum zu gehen, statt einfach immer zu erwarten, dass das Publikum zu den Autoren kommt. Die Wunschworte waren Mann mit Bart unterwegs. Und ich habe versucht, sozusagen auf das zu reagieren. Der Text lautet: Mann mit Bart unterwegs. Unterwegs fühle ich mich am wohlsten. Zwischen den nur scheinbar sicheren Räumen finde ich etwas wie Ruhe und Klarheit im Setzen der Schritte, in der Unruhe der Bewegung. Ich tauche in der sich durch die Innenstadt bewegenden Masse unter, ohne meinen eigenen Rhythmus wirklich anzupassen. Hin und wieder mache ich vorsätzlich einen Schritt zur Seite, baue einen kleinen Sprung oder eine von den anderen nicht vorhersehbare Wendung ein. In den ergangenen Zwischenräumen entspanne ich mich. Zumindest hier bin ich unantastbar. Ich spiegle mich in einer der großen Fensterscheiben, die das Bild des Boulevards nicht unwesentlich prägen. Kurz bleibe ich stehen, betrachte mich, streiche durch meinen Bart. Bevor ich weitergehe, schließe ich kurz die Augen und werde unsichtbar. Schön. Applaus. Schön, ja. Ich bin absolut rein zufällig, so wie er es geschildert hat, durch die Gassen geschlendert und habe plötzlich vier sehr imposante Persönlichkeiten gesehen und habe mir gedacht, die Chance, die gibt es nur einmal im Leben. Und dann habe ich sie natürlich genutzt. Und weil mir die doch bekannteren Künstler nicht so sehr am Herzen liegen wie jetzt ein junger Mann, von dem ich hoffe, dass ich mit diesem Text vielleicht mal einen Literaturnobelpreisträger vor mir sehe. Und dann natürlich ein wirkliches Kleinod in den Händen halte. Erfahren habe ich es übers Internet. Und der Peter hat das einfach auf die GAF-Homepage gestellt und ich habe mich dann gemeldet. Meine Intention dabei ist, ich mache halt mehr auch im Theaterbereich Impro und interaktives Theater und darum hat mich diese Form des Schreibens sofort angesprochen. Und ich mache auch immer wieder manchmal bei so literarischen Salons mit, wo wir ein bisschen so ein ähnliches Konzept haben. Ne? Was erlebt mir drei Impulsworte zu sagen, und zwar Sexualität, Kirchturm, Flohzirkus. Albert Petzold trainierte sein eingespieltes Ensemble mit großer Hingabe und seinem unbedingten Verlangen nach preußischer Disziplin. Die sieben Flöhe marschierten in einer Reihe über seine leere Streichholzschachtel. Nun schnalzt er gekonnt mit der Zunge und schon bildeten die sieben Flöhe eine Figur, die von oben den Kirchturm der Schottenfeldkirche ähnelte. Die Passanten, die achtlos an Albert Petzold vorbeigingen, beachteten ihn kaum, obwohl er mit seinen Armen und Beinen jeden neuen Befehl an seine Flohzirkus-Ensemble unterstützte. Plötzlich ging eine Unruhe durch die bislang äußerst disziplinierte Flohmannschaft. Aus der Streichholzschachtel lugte eine attraktive Gletscherflohdame. Ganz in Weiß glänzten ihre Fühler in der Nachmittagssonne verführerisch.
Plötzlich waren nur mehr 6 Flöhe auf dem Parkett, das die Flohzirkuswelt bedeutet. Albert Pelzold schluckte und murmelte in seinen grauen Schnurrbart. Gegen die Macht der Sexualität bin selbst ich machtlos. Das ist sehr gut. Das ist so leibend. Ein Wahnsinn. Ja, okay. Danke. Kriegst du? Kriegst du sofort? Gefällt mir sehr gut. Naja, waren ja auch sehr interessante Impulse. Das ist noch nicht so. Danke. 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 Ich kenne die Idee aus anderen Zusammenhängen, dass man sich einfach irgendwo hinsetzt mit einem Tischerl auf einem Fest oder so und sagt, 2 Euro, ein kleines Gedicht in 5 Minuten. Ich meine, die Herrschaften da nehmen sich ja 15 Minuten Zeit. Und ich schreibe selbst und ich würde total gerne mal ausprobieren, ob ich dann hängen bleibe oder ob da was weitergeht. Aber ich finde, es schaut sehr konzentriert aus. Und alle 4 sitzen so in ihrer eigenen Blase, in ihrer Schreibblase. Genau. Im Gewühl. Und das gefällt mir sehr. Ja, also ich finde es total spannend, dass es etwas gibt, das einmal spontan funktioniert. Ich kenne das vom Impro-Theater, also das eigentlich auch so funktioniert, dass es auf Zurufe oder Zuwürfe durch das Publikum stattfindet. So ähnlich ist es jetzt eigentlich heute auch bei uns. Insgeheim stelle ich mir vor, dass bei mir Männer kommen werden und sich dann ein paar Texte erbitten oder eben vor allem auch mir ein paar Wörter geben, Namen von ihren Frauen oder Freundinnen, Männer, die eben nicht schreiben können und die nachher dann von mir einen Text und ein Gedicht bekommen, um dann ihrer Liebsten sozusagen eine Freude zu bereiten. Also das wäre jetzt eigentlich das, was ich mir vorstellen würde, wo sie sich auch freuen würden. Das Negative, also ich habe mir auch schon vorgestellt, aha, das könnte natürlich sein, dass jemand das irgendwie auslotet bis in alle Ecken. Das wäre nachher dann, dass er irgendwie mit schwierigsten Worten daherkommt und ihm also dann so innerlich so den Stress hat, wie kann ich die Worte dann so verwenden, dass es dann trotzdem aber was Künstlerisches gibt, weil hinter all dem steht nämlich mein Anspruch, es trotzdem künstlerisch auszuformulieren. Dann darf ich Ihnen Ihr Gedicht vorlesen? Gerne. Mhm. Zwischen. Trägt den Blick im Silberhaar, schwarzes Silberhaar, hauchzart die Schwere im Morgenrot. Morgenrotes Federspiel, fliegt dein Mund von einem Lachen zum anderen. Von tief unten die Tiefe, tiefe Lust zu springen hinauf, die Töne zerspringen. Zersprangen die Grenzen Nähe, Distanz. Die Töne dazwischen, im Zwischen die Lust und das Spiel. Bitte schön. Das ist echt ein Geschenk. Der schöne Kopf. Schau, in so einer schönen Karte. Danke. Bitte. So eine schöne Karte. Und das muss ich noch auf dem Bier lassen. Ja. Also ich erwarte mir von dem Projekt nicht mehr oder nicht weniger als den totalen Weltraum. Und natürlich Zuschauermassen, mindestens Größe Happelstadion und noch mehr. Denn es ist schon eine Sensation, das möchte ich hier mit aller Deutlichkeit sagen, dass es noch Leute gibt, die schreiben können und die das dann auch lesen können, verarbeiten, geistig durchkauen sozusagen. Ich habe jetzt ein Stichwort gekriegt, das heißt Arschbuderer. Weil heute ist die Schwulen-Lesben-Parade. Aber das schaffen wir schon. Ja, von einer sehr seriös wirkenden alten Dame. Der Text klingt zwar etwas obszön, ist er überhaupt nicht. Das ist ein ganz normales Wort, so wie Steinschleifer oder Holzwebel, Fuchsschwanz oder ganz ein harmloses Wort. In dem Fall eben Arschbuderer. Arschbuderer sind wir alle, ob wir es wollen oder nicht. Wichser sind wir, Spanner und Fetischisten, Perverse sind wir, mit und ohne Hintergrund. Wer mit wem und wann und wo, wie oft? Na, pfah! Hast du das gesehen, wie der
Na, also von dem hätte ich mir das nie gedacht. Nein, nie im Leben, nicht um die Burg. Mein letztes Geld hätte ich verwitzt. Wollte ich sagen. Und hast du das gesehen von dem? Na, weißt du, der Junge da, na, weißt du, na, ist ja sowas von jung, na, weißt du, na, aber wie jung? Und was ich gestern erst erlebt habe, oder habe ich das Traum? Na, ist eh wurscht, oder, aber sowas von arg, ich traue mich das gar nicht sagen. Nicht einmal in Traum hätte ich mir das gedacht, dass ich sowas traum von so einem Wort, na, hast du das gehört? Was für ein Wort? Das war, das traue ich mir gar nicht sagen, was ich träumt habe. Na, von einer geilen Alten, die kommt daher und sagt mir nur ein Wort. Arschbuderer, ein schöner Scheiß. Ich fand die Aktion sehr, sehr schön. Am Anfang war es ein bisschen schwierig, in diese Rhythmisierung reinzukommen, die durch die Leute auch vorgegeben ist, dass sie da vielleicht um einen herumschleichen, 5 Minuten lang auf ihren Text warten. Es ist aber ein sehr schönes Erlebnis, dann einfach den Text präsentieren zu können, den vorlesen zu können. Manche verbinden ja ein privates Interesse auch damit. Also ein paar der Leute wollten sich auch nicht aufnehmen lassen, die wollten einfach nur den Text nehmen. Also es ist trotzdem, es in aller Öffentlichkeit stattfindet, zeigt das, wie intim und öffentlich Literatur gleichzeitig sein kann. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen und ich hatte ein Riesenvergnügen damit. Vor allem das Schöne ist, für mich hat es auch irgendwas Theatralisches gehabt, weil das bleibt für mich so quasi die Erinnerung und sonst bleibt nichts. Also das sind Worte, die ich einfach geschenkt habe und ja, die dann vielleicht irgendwo in einem Mistkübel landen oder vielleicht sogar in einer Lade, aber sie sind weg von mir. Ich selbst, für mich persönlich, habe es als Erfolg empfunden. Die Leute waren total offen, haben sich sehr berühren lassen. Also ich habe jetzt bis auf einen lustigen Text nur ernstere Lyrik geschrieben. Das andere war ein bisschen ein lustigeres Gedicht, das ich bei Ihnen gemacht habe. Und ich habe so das Gefühl gehabt, dass auch die Leute genau eben über das Lesen, das, so wie ich es ihnen vorgelesen habe, auch berührt gewesen sind von den Texten. Und das ist eigentlich wichtig. Wenn sie es alleine lesen würden, hätten sie nicht diesen Zugang zu dieser Lyrik, weil sie schwieriger ist. Und so haben sie eigentlich... hat es ihnen wirklich leichter gemacht, ja. Ja, es waren wie erwartet die Menschenmassen hier. Das Happelstadion hat sich sozusagen verdichtet hier am Stephansplatz. Und es sind wie erwartet die ganzen Touristen hergekommen, um die berühmten Straßenschreiber zu sehen. Und es wurde uns auch sozusagen verkündet, dass diese Idee sehr gut angekommen ist. Und es sind wirklich auch viele Texte angenommen worden, gut angenommen worden. Und man kann diese Idee ruhig weitertragen in auch entferntere Winkel, in die Sahara, den Nordpol, wo es vielleicht ein bisschen weniger Menschen gibt, aber trotzdem auch Interessierte, zumindest Eisbären oder Delfine und so weiter.